Lassen Sie uns über die Geiseln sprechen, die immer noch in der Hand von Hamas sind. Jetzt gibt es Gespräche in Paris zwischen Israel und der Hamas. Wie groß sind die Hoffnungen, dass wirklich alle Geiseln freikommen können? Die Regierung zusammen mit dem Kabinett hat eine Entscheidung getroffen, dass wir zwei Ziele in diesem Krieg haben. Erstens, die Hamas militärisch zu eliminieren, sowie alle Geiseln nach Hause zu bringen. Der militärische Druck, den wir ausgeübt haben, hat zu dem ersten Geiselabkommen geführt, in dem wir mehr als 100 Geiseln freilassen und eine kurzfristige Feuerpause erreichen konnten. Und aktuell sind wir bereit für Gespräche für eine weitere kurzfristige Pause, um weitere Verhandlungen in Bezug auf die Geiseln zu führen. Allerdings ist sicher, dass die Bedingung ist, dass wir den Krieg nicht beenden, da wir beide Ziele erreichen möchten, die Geiseln zurückbringen sowie dafür zu sorgen, dass die Hamas nicht mehr in Gaza regiert. Gerade befinden wir uns in schwierigen Verhandlungen, um das zu erreichen. Es heißt, dass es um ein Rahmenabkommen geht und dass dieses von Seiten der Hamas eine 60-tägige Waffenruhe vorsieht. Ist das mit Ihnen machbar, 60 Tage Waffenruhe? Ich kann leider nicht über Details sprechen, da wir uns gerade in schwierigen Verhandlungen befinden. Aber im Großen und Ganzen gibt es Gespräche über eine kurzfristige Waffenruhe sowie ein Abkommen, aber ohne eine Beendigung des Kriegs in Gaza. Die Hamas will am Ende einen permanenten Waffenstillstand. Ist für Ihre Regierung ein Ende der Kämpfe ohne die vollständige Vernichtung der Hamas verhandelbar, wenn dafür am Ende alle Geiseln freikämen? Die Antwort ist nein. Wir möchten die Geiseln befreien und dies wird nur auf militärischen Druck in Gaza passieren, in Khan Yunis sowie allen anderen Orten, wo sich die Hamas aufhält. Auch andere Länder wie Ägypten müssen den Druck auf die Hamas weiter ausüben. Wir stimmen allerdings nicht zu, dass wir den Krieg beenden, ohne dass die Hamas militärisch sowie politisch besiegt wird. Lassen Sie uns über das sprechen, was in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht hat. Israel hat dem Palästinenserhilfswerk Informationen über eine Verwicklung mehrerer Mitarbeiter in den Terrorüberfall der Hamas übermittelt. Wie genau sah die Beteiligung nach Ihren Informationen oder Beweisen der Mitarbeiter an dem Massaker am 7. Oktober aus und um wie viele UN-Mitarbeiter geht es da? Hat er mit der Bremer UNRWA? UNRWA arbeitet seit Jahren mit der Hamas zusammen. Sie schützt die Hamas. In ihrem Tunnelsystem bewahren sie Ausrüstung auf. Und jetzt, am 7. Oktober, hat sich herausgestellt, das ist das schlimmste Desaster seit dem Holocaust, dass UNRWA-Mitarbeiter aktiv am Morden beteiligt waren. Auch bei den Entführungen, auch bei der Rückführung der Geiseln durch das Tunnelsystem. UNRWA gleicht der Hamas in Gaza. UNRWA hat 120 ausländische Mitarbeiter und 30.000 lokale Mitarbeiter, die überwiegend mit der Hamas zusammenarbeiten. Leider, eine Organisation, welche humanitäre Hilfe leisten soll, hat sich an solch einem Terror beteiligt. Es werden weiterhin neue Details entdeckt und auch in diesen Tagen entdecken wir weitere Involvierungsfälle von UNRWA-Mitarbeitern. Das heißt, Ihnen reicht es nicht aus, dass UN-Generalsekretär Guterres einzelne Mitarbeiter gekündigt hat und dort Investigations angekündigt hat. Sie wollen die Auflösung von UNRWA. Ich möchte das erklären, denn es handelt sich nicht um einzelne Leute. Vielleicht sind bisher einzelne Leute entdeckt worden. Allerdings arbeitet die UNRWA sehr eng mit der Hamas zusammen. Und ich sage Ihnen, dass die USA 400 Millionen Dollar, dass Deutschland mehr als 200 Millionen Dollar pro Jahr gibt. Und sie geben das für humanitäre Hilfe. Und ich sage, dieses Geld, was aus den westlichen Staaten kommt, muss überwacht werden. Und es muss eine Alternative gefunden werden. Es muss sich gefragt werden, wie man eine Alternative anstelle von diesen Hilfsgeldern findet, um die richtigen Ziele für die Palästinenser zu erreichen und nicht gegen den Staat Israel. Denn es kann nicht sein, dass solche Skandale passieren und sie scheinbar nichts davon wissen. Die Zusammenarbeit ist viel breiter und wir werden die Beweise dafür liefern. Es braucht eine andere und bessere Alternative für die Palästinenser und den Staat Israel.
In Deutschland erleben wir in diesen Tagen, in diesen Wochen auch Proteste gegen eine neue starke Partei, die sich AfD nennt und in der auch einige Rechtsextreme sind oder als Rechtsextreme bezeichnet werden. Macht Ihnen dieser Aufstieg der AfD in Deutschland Sorge, wenn Sie davon hören? Wir sind gegen Neonazis und gegen die neuen Nazis, die sich in Israel und der ganzen westlichen Welt aufhalten. Die meisten Demonstrationen in Deutschland sind überwiegend von Migrantinnen und Migranten, die meistens dem radikalen Islam angehören. Also demonstrieren sie heute gegen Israel und morgen gegen Deutschland. Und ich empfehle Deutschland, seine Augen zu öffnen. Ich sage das mit dem Blick auf viele europäische Länder. Öffnet eure Augen, um zu sehen, was passiert und wohin das führen kann. Denn wenn sie uns so angreifen konnten, werden sie es auch bei euch machen können. Ich meinte nicht die Demonstration gegen Israel von Flüchtlingen. Ich meinte Demonstrationen gegen die AfD, gegen eine rechte Partei in Deutschland, die in den letzten Tagen und Wochen zu sehen waren. Und meine Frage war, haben Sie Sorge, dass eine solche rechte Partei oder rechtsextreme Partei in Teilen eben stark werden könnte in Deutschland wieder? Ich habe gesagt, dass sich das Land Israel gegen frühere Nazis, gegen Neonazis und gegen künftige Nazis stellt. Deutschland muss sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Am Ende hängt es allerdings von der deutschen Gesellschaft ab, was passiert ist und wie sie es heute sieht. Und ich bin von einem fest überzeugt, als die deutsche Gesellschaft sich nach dem Zweiten Weltkrieg der Demokratie zugewandt hat, dass es da eine große Bestrebung gibt, das zu erhalten. Aber das ist eine Angelegenheit, die Deutschland mit sich selbst ausmachen muss. Wir müssen uns verteidigen. Wir werden keinen Kontakt zu Neonazis haben. Aber das ist, wie ich gesagt habe, ein Problem der deutschen Regierung und der deutschen Gesellschaft. Herzlichen Dank, Herr Außenminister, für Ihre Zeit. Dankeschön.